Ich bin mir sicher, ihr habt in etlichen Clips, etlichen Streams die Meta M4 in voller Aktion gesehen, wie Leute damit gefühlt ganze Server plätten. Und da denkt man sich natürlich, ich will auch mal so eine Meta M4 spielen. Aber das Budget reicht dann doch nicht so ganz aus dafür. Auf der anderen Seite wollen wir uns auch nicht so verausgaben mit unserem Geld, dass wir am Ende mit einer Red Rebel in den Kampf ziehen müssen. Aber gute Neuigkeiten, denn es gibt etwas dazwischen, was auch im Late Game absolut mithalten kann, selbst gegen die Meta M4. Darf ich also vorstellen, warum ihr die AK-101 spielen solltet. Und wie immer in dieser Reihe beginnen wir damit, wie gut kann man die Waffe modden. Und das Gute an der AK-101 ist, dass sie sich Mods von beiden Familien teilt. Von der AK sowie von der M4. Und die beiden sind einfach die Modwaffen schlechthin, also für alle Lego-Enthusiasten gute Neuigkeiten. Obendrauf muss man sagen, man kann damit auch optisch sehr schöne Builds machen. Ich liebe sie. Aber hier hört die Stärke, was Modability angeht, dieser Waffe noch nicht mal auf. Denn wie gesagt, sie teilt sich die Mods von zwei Waffenfamilien. Vorne am Lauf können wir M4 sowie AK-Attachments anbringen, denn es gibt Adapter für die M4-Varianten, also die ganzen Silencer und so weiter. In der Mitte haben wir AK-Mods. Hinten können wir wieder beide verwenden. Und wenn wir uns ein Beispielbild anschauen mit 55 Recoil, wir kommen später noch darauf, was das im Vergleich zu einer M4 dann bedeutet, dann sehen wir, dass das unglaublich günstig ist. Wir fangen vorne an, wie gesagt, mit dem Adapter. Den brauchen wir, sonst können wir die M4-Attachments nicht anbringen. Dann Muzzle Break, Kombination mit einem Silencer, weil es halt einfach die stärkste Kombination ist in Tarkov aktuell. Einen einfachen Foregrip der AK, einen einfachen Bash and Dust Cover, ein einfaches Recoil Pad hinten und fertig. Und wie ihr sehen könnt, ist das extrem günstig zum Modden. Und trotzdem sind die Werte gut der Waffe. Obendrauf kommt, dass die meisten von diesen Attachments sind Stufe 2 bereits verfügbar und den Silencer habt ihr im Grunde, sobald ihr den Flea Market habt. Heißt, ab Level 15 könnt ihr das Ding da spielen. Aber wenn wir schon von Preisen reden, ab zum nächsten Thema. Wie erschwinglich ist die AK-101? Die Waffe selber können wir bei Mechanic Level 2 kaufen. Hier kostet das Teil 42.000 Rubel und auf dem Flea Market in der Regel ähnlich viel. Und mehr würde ich auch nicht bezahlen. Es gibt leider keinen Weg, die Waffe zu craften oder zu trainen, was es immer sehr interessant macht, weil man die in der Regel da günstiger kriegt. Aber 42.000 Rubel ist voll okay für seine Waffe. Und wo wir vorhin schon über die Mods geredet haben, sind auch sehr, sehr günstig. Gerade weil eben viele AK-Mods dabei sind und die sind halt einfach gut im Budget-Bereich. Und eben dadurch, dass man beide Mods verwenden kann von beiden Familien, hat man auch sehr viel Spielraum, um auszuweichen, wenn etwas gerade etwas teurer wird. Kann man einfach eine Alternative nehmen. Also auch in dem Bereich einfach super früh verfügbar und mit dem Flea Market später auch ultra günstig. Und als wäre das jetzt alles schon gut genug, kommt obendrauf noch der Fakt, dass Recoil nicht gleich Recoil ist. Wie eine Waffe verhält er sich ein bisschen anders, was heißt, gewisse Waffen muss man gar nicht over the top krass Meta modden, um gute Werte zu erzielen. Aber dazu später mehr. Denn zuerst kommen wir noch zu einem der wichtigsten Themen überhaupt bei einer Waffe und das ist die Munition. Und die 556 hat noch nie enttäuscht. Einer der besten im Spiel, seitdem es Tarkov gibt. Hierbei fallen besonders zwei auf. Natürlich die M851, absoluter No-Brainer eben seit es Tarkov gibt. Und M856A1 ist im Grunde der kleine Bruder und so unter Level 30 eine super Wahl. Denn wenn wir uns diese zwei Kugeln unter der Lupe mal anschauen, sehen wir, dass zuerst die M851 gegen eine Gazelle unglaublich gut. 44 Penetration, das heißt, die erste Kugel hat bereits fast eine 50-50, da durchzukommen. Und die zweite fliegt garantiert durch. Bei der M856A1 sind wir mit 37 Penetration ein bisschen schlechter dran, brauchen wir 3 bis 5 Kugeln. Aber das ist immer noch vertretbar, wenn wir überlegen, das ist eine Low-Level-Kugel. Besonders in Kombination mit den hohen Schadenswerten, die die beiden haben. Denn sobald die mal durchfliegen, machen die unglaublich viel Schaden und der Gegner liegt sehr, sehr schnell auf der Matte. Die Verfügbarkeit von den Kugeln ist auch extrem gut tatsächlich. Peacekeeper Level 2 und wir haben die M56A1 für 3, irgendwas Dollar. Wir müssen dazu aber erst einen Kult Part 1 machen, eine ziemlich frühe Mission, also nicht so schlimm. Oder wir craften das einfach.
Auf der Workbench 200 M855 Kugeln, Nippers, Gunpowder und there you go. So einfach hat man 200 Kugeln. Die M855A1, die gibt es ein bisschen später. Die gibt es nämlich erst ab Max Trader. Skier Max Level, aber da dann nur für 526 Rubel, was spottbillig ist. Oder bei Peacekeeper Max Level für 7,14 Dollar. Wir sind dafür dann limitiert auf 90 pro Restock. Da muss man halt ein paar Mal kaufen, aber war bisher nie ein Problem. Warum nicht die M995, höre ich euch jetzt fragen. Das Problem mit der M995 ist, sie hat sehr gute Penetration-Werte, ja. Aber sie hatte relativ wenig Schaden im Vergleich. Das Problem hierbei ist einfach, dass wenn die Kugel durch die Rüstung fliegt, dann aber einfach zu lange braucht, um Gegner zu töten. Eine geht vielleicht noch in den Arm, eine andere in den Bauch. Ja, und schon braucht ihr einfach die eine Kugel mehr, als wenn ihr die M855A1 verwendet hättet. Deswegen spielt die keiner. Also genau gleich wie bei der Igolnik, macht einfach viel zu wenig Schaden. So, haben wir das alles durch. Jetzt kommen wir zum interessanten Thema. Wie schlägt sich die Waffe auf Close to Midrange? Und um es kurz zu machen, saugut. Das liegt weniger an der Waffe als an der Ammo, weil die Ammo shreddet einfach Rüstungen unglaublich schnell, macht trotzdem viel Schaden, fast schon ein bisschen wie die BP vom Verhältnis her, mit ein bisschen weniger Schaden. Aber die Kombination von fähig sein, 5er Rüstung schnell zu durchdringen und gleichzeitig viel Schaden zu machen, ist einfach top tier. Man muss dazu aber sagen, mit einem Build mit 50 Recoil könnt ihr auf 50 Meter nicht einfach voll durchsprayen. Damit werdet ihr euren Gegner nicht treffen. Aber darunter ist der Recoil super einfach zu handeln. Denn jetzt kommt eben der Punkt. Rückstoß ist nicht gleich Rückstoß in Tarkov. Jede Waffe hat ein eigenes Muster, was durch den Rückstoßwert beeinflusst wird. Heißt, eine 50 Recoil AK-101 sieht so aus. Eine 50 Recoil M4 hingegen sieht so aus. Erst wenn wir eine M4 mit etwa 30 Rückstoß benutzen, sieht das Muster ähnlich aus wie bei der AK-101. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja hö, dann spiele ich ja nur noch eine AK-101, was ist das denn? Der Grund, warum die AK-101 weniger Rückstoß hat gefühlt, ist, weil sie fast 200 RPM langsamer schießt. Heißt, die Waffe hat mehr Zeit, sich zu beruhigen. Heißt aber auch, ihr macht weniger Schaden pro Sekunde. Also die M4 ist immer noch die bessere Waffe. Zumindest wenn es um High-End-Meta-Builds geht. Lasst euch hier also nicht täuschen, die Waffe hat so gesehen weniger Rückstoß, weil sie langsamer schießt. Hat also Vor- und Nachteil. Aber im Budgetbereich auf jeden Fall Gott-Tier. Ein weiterer Punkt, der die Waffe super gut macht, ist, sie ist auch im Snipen gut. Man kann sie auf jede Distanz einsetzen. Klar, sie ist nicht die beste Waffe zum Snipen, aber mit einer 1,85er Moa ist auf jeden Fall gut genug, um bis zu 200 Meter zu snipen. Denkt auch hier wieder dran, die M905 verliert sehr schnell an Kraft. Kann also sein, dass wenn ihr die benutzt zum Snipen, obwohl sie die bessere wäre, weil sie viel schneller fliegt, kann es tatsächlich sein, dass sie einen Headshot landet und der Gegner überlebt das, weil die Kugel einfach für die Distanz sehr viel Kraft verliert. Aber die Möglichkeit mit der Waffe zu snipen macht sie eigentlich super gut, wenn man kann darauf einen Tech 30 schrauben und jetzt habt ihr plötzlich eine Waffe, die auf jede Range mit allem umgehen kann. Und mit dem Bild, den wir vorhin angeschaut haben, für gerade mal 100.000 und etwas Rubel, ja, dem welches Visier oben drauf schraubt. Das ist unschlagbar gut. Bevor ihr jetzt aber wegklickt und direkt ins Spiel hüpft, um die Waffe zu spielen, weil ihr so begeistert seid von den Fakten, zum Fazit. Also alles in allem eine super Waffe, früh verfügbar, die Munition können wir auch relativ schnell kaufen oder craften, wenn wir die entsprechende Mission dann verfolgen. Sie ist gut im Close Range, sie ist gut im Snipen, aber es ist eben wieder eine Budget-Waffe. Heißt, es gibt Waffen, die machen es halt besser. Auf Close Range gegen eine MP7, gegen eine Vector, kritisch. Snipen gegen eine M1, kritisch. Dafür ist sie aber massiv günstiger und kann alles ein bisschen. Ich würde also sagen, sie ist mit der SAG AK aktuell einer der besten Allrounder im Spiel. Und da wir uns letztes Mal bei der SAG AK schon angeschaut haben, eben dass die BT und so weiter halt nicht mehr so gut verfügbar ist und hier haben wir auch limitierte Kugeln, wäre eine Möglichkeit zwischen der SAG und der hier hin und her wechseln, je nachdem wie viele Kugeln wir für das jeweilige Kaliber gerade zur Verfügung haben. Ich selber habe die Waffe jetzt sehr, sehr lange gespielt, wie man im Mastery Level sehen kann und kann aber sagen, die ist unglaublich zuverlässig, super stark in verschiedensten Situationen, super Allrounder
super einfach zu modden, früh verfügbar. Und für einen faulen Sack wie mich sind das einfach super gute Eigenschaften. Kann sich 10 Stück davon machen, im Stash rumliegen haben, ausrüsten und ab in Raid. Und wenn man dann im Raid ist, weiß man, man hat was in der Hand, was wirklich hilft, wenn es da mal brenzlig wird. Heißt auch, wenn ihr keinen coolen Meta M4 Clip habt am Ende, damit könnt ihr trotzdem den ganzen Server platt machen. Dann wie immer danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vergesst nicht den Daumen nach oben. Hilft dem Channel wirklich enorm. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr es fandet. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, immer gerne auch in die Kommentare, Discord oder besucht mich auf Twitch, fast täglich live. Und ansonsten ganz viel Spaß in Tarkov.